Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Donnerstagmorgen. Heute ist der 19. Mai 2022 und vor uns, in dem Fall vor mir, liegt ein richtig harter Brocken, nämlich das Sextil zwischen Merkur und Jupiter von morgen, dem 20. Mai, schaut nach einem kleinen, bedeutungslosen Horoskop aus. Merkur rückläufig im zweiten Haus als Herrscher des dritten Hauses und eingeschlossener Herrscher des sechsten Hauses und Jupiter im zwölften Haus als Herrscher des neunten Hauses. Schaut nach einem kleinen, bedeutungslosen Horoskop aus, ist aber, also für mich war das extrem schwer zu interpretieren und ich habe, wie man so schön sagt, Blut und Wasser geschwitzt und sitze schon einige Zeit hier hervor. Schauen wir mal, was wir hier herausraten werden, weil dieses Mal wird es wirklich sozusagen, naja, aber ich kann mich ja kurz nochmal wohin anders flüchten, und zwar ein Zitat von Sri Aurobindo: Jeder lebendige Gedanke ist eine Welt im Werden, jede wirkliche Tat ein sich offenbarender Gedanke. Und naja, bei der Tat musste ich dann natürlich unweigerlich an Goethe denken. Faust, Teil 1, und zwar schreibt er hier Ähnliches. Und zwar geschrieben steht: Im Anfang war das Wort, hier stock ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen: Im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist. Auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat. Ja? Goethe weist immer wieder darauf hin, das ist so einer seiner Lieblingszitate: Im Anfang war die Tat. Und er betont auch immer wieder das Umsetzen. Ja? Aber in Kombination mit Sri Aurobindo: Jeder lebendige Gedanke ist eine Welt im Werden, jede wirkliche Tat ein sich offenbarender Gedanke. Logisch, ja. Ich meine, er ist offensichtlich Philosoph gewesen, wer schreibt oft sehr komplizierte Sätze, der Beste. Aber hier geht es: Jeder lebendige Gedanke ist eine Welt im Werden. Das ist sozusagen ein Wahnsinnszitat, das andere kann man sich dann schenken. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele lebendige Gedanken sozusagen abgesendet und die haben auch etwas Großartiges bewirkt. Und das Herrliche ist, wir agieren dezentral und naja, da kann das System ein bisschen schwierig herankommen. Also das ist ein bisschen schwierig, weil beim Visualisieren ist man halt schwer überprüfend und überwachbar, weil das ist es, wovor Sie sich eigentlich schützen sollten, und genau da haben Sie Probleme. Natürlich können Sie unser Gehirn beeinflussen, indem Sie nicht nur lauter Müll hineinstopfen, sondern indem Sie auch kräftig an der Mikrowellenwaffe herumschrauben. Du weißt ja, H.G. Wells, Krieg der Welten, wo so 20, 30 Meter hohe Metallgerüste aus dem Boden gebrochen sind und die Menschen mit tödlichen Strahlen beschossen haben. Wir haben morgen den 3. Mai. Das ist sozusagen März, April, Mai, der dritte Monat des Jahres, und der Aspekt findet um 3.33 Uhr statt. Also alle 33. Hochgrad-Freimaurer sind wahrscheinlich sehr, sehr glücklich. Der 3.3.2022, na, ob sich da nicht die 666 zahlreiche Male ausgeht, naja, wahrscheinlich schon. Wir haben folgende Zahlenreihe. Zunächst einmal die neue Zahlenreihe. Machen wir es der Reihe nach. 3.3.2022, das ist die 3, die 6, die doppelte 8, die 10, die 12 und daraus resultierend wieder die 3. Die 3 steht für Uranus. Uranus, die weibliche Schaffenskraft aus der Ruhe heraus, aus der Passivität heraus, sozusagen das Wirken. Naja, im Anfang war die Tat. Die 6. Die 6 steht für Mars. Und hier geht es darum, dass man unzufrieden ist,
sich und andere ganz schön unter Druck setzt und hier lernen soll, Begrenzungen aufzulösen, insbesondere Begrenzungen des Herzens. Hier soll man aber auch das Dienen lernen. Naja, das sollen wir ja alle irgendwo ein bisschen, weil immer bedenken, dass was du anderen tust, tust du letztendlich dir selbst. Wenn du zu anderen liebevoll und gut bist, bist du zu dir liebevoll und gut. Ja, das ist das ganze Spiel. Die doppelte 8. Die doppelte 8 wird in den nächsten, 30 Tagen, weil der Aspekt dauert genau bis zum 20.06.2022. Da haben wir nämlich dann die direktläufige Sextil-Aspektierung. Das ist jetzt die rückläufige, ja. Hätte ich ein R dazu schreiben müssen. Merkur rückläufig. Wir haben die 8 sozusagen, es geht hier um Gerechtigkeit. Jeder bekommt das, was ihm oder ihr zusteht. Letztendlich ja nur das, was du ausgesendet hast. Ja. Es ist ja immer das alte Spiel. Was wir aussenden, bekommen wir dann auch wieder zurück. Das ist ja der Grund, warum man sozusagen klugerweise, ja, auch sich selbst liebenderweise positiv bleiben soll, dass man, ich weiß, es fällt mir als sehr, als sehr destruktiven Menschen, fällt es mir sehr schwer, positiv zu denken, gebe ich ganz ehrlich zu. Es ist halt der tägliche Kampf, wie es der Schamanismus auch sagt, der tägliche Kampf gegen die eigene Dummheit. Ja, ich gebe es ja zu. Ich meine, wie hat Sokrates Dummheit definiert? Es ist, glaube ich, das nicht mehr hinterfragen können der eigenen Wirklichkeit. Also das heißt, wenn man das, was man glaubt, als Wahrheit, dass man daran wirklich glaubt, ja, das ist dann ein Problem. Und das wird tatsächlich als Dummheit definiert. Ja, es ist so. Also das heißt, wenn jemand an das, was er glaubt, was er weiß, hundertprozentig oder glaubt zu wissen, hundertprozentig glaubt, dann ist er im Bereich der Dummheit. Ja, bewege ich mich auch sehr oft. Die 10 ist sozusagen Anfang und Ende eines Zykluses, Alpha und Omega, Zahl der Vollendung. Es ist sozusagen, Veränderung jederzeit möglich. Es ist das Rad des Schicksals und wie üblich, wie es immer so schön heißt, löse dich von der Materie, dann bist du frei. Das sagt sich sehr leicht. Im Gegenteil, wir haben oft ein Leben lang gebraucht, um uns die Materie aufzubauen. Ja? Wie dieser Spruch unserer Vorfahren heißt, der Erste erstellt's, der Zweite erhält's, dem Dritten zerfällt's oder noch brutaler. Der Erste findet den Tod, der Zweite hat die Not, der Dritte isst das Brot. Also das ist dann auf die Landwirtschaft bezogen. Na klar, der Erste hat den steinigen Boden, da arbeitet er sich zu Tode, um diesen Boden aufzubereiten. Die 12 als letzte Zahl dieser Zahlenreihe, der Gehängte, über Bürden und Lasten zu sich finden und ich würde sagen, in dem Horoskop haben wir da einiges an Bürden und Lasten. Schaut mal, 1, 2, 3, 4 Planeten im 12. Haus, hui, da haben wir schon wieder. Da haben wir schon wieder große Unklarheiten. Und als letzte Zahl, Quersumme 3, glaube ich, muss ich mich nicht wiederholen, hatten wir soeben gesagt. Gehen wir gleich flüssig in die zweite Zahlenreihe über, in die kalendarische Zahlenreihe, das heißt diejenige, die falsch ist, aber es kommen immer wieder interessante Ergebnisse heraus. Die Zahlenreihe lautet 20, 25, die doppelte 27, die 29, die 31, daraus resultierend die 4, stimmt. Die 20. Die 20 ist sozusagen das Gericht. Ehrgeiz in der Materie, Versorgungsängste, große Ängste, ja, Rüttelzahl. Hier hat man oft unter Armut gelitten und soll sozusagen lernen, ins Urvertrauen zu gehen, ins göttliche Vertrauen zu gehen. Es ist eine Zahl der Beendigung. Also hier geht definitiv etwas zu Ende. Was in der ersten, also in der neuen Zahlenreihe, glaube ich, nicht so zum Vorschein gekommen ist. Indirekt vielleicht durch die 12. Die 25 an zweiter Stelle, das ist der Hase im Wolfspelz oder das Schaf im Wolfspelz, irgendwer, wurscht. Die 25 hat für andere sehr viel getan, aber man fordert es auch wieder zurück. Ja? Man war edel, anständig und so weiter und bla bla bla. Und hier wird man dann enttäuscht, wenn man es eben nicht zurückbekommt, möchte sich dann revanchieren, rächen, das soll der Stachel hier zum Ausdruck bringen und
anstelle sozusagen auf Rachefeldzug zu gehen, wäre es vielleicht klüger zu sagen, was man sich erwartet hat. Aber du weißt ja, oft fällt es schwer, Dinge auszusprechen. Das kennst du möglicherweise auch. Die 27, die doppelte 27, steht wieder für Fleiß. Ich vermute, davon sind einmal mehr auch wir wieder betroffen. Steht für Fleiß, für Einsatz, und hier ist man ein Perfektionist und man soll die Scheuklappen herunternehmen. Ja, sagt sich so leicht. Sagt sich zu leicht. Ich meine, du kennst das sicher von dir, wenn du mal funktionierst, unter Anführungszeichen, man kommt nicht so schnell wieder herunter. Man läuft und läuft und läuft und läuft und dann, jupp, dann fällt man irgendwann einmal auf den Schnabel. Die 29. Die 29, naja, ist eine sehr gefühlsintensive Zahl. Passt auch natürlich wieder zu dieser starken 12. Hausbesetzung. Große Gefühle, starke Gefühle. Und naja, Suchtzahl, Karma in der Liebe, starke, ungestillte Liebessehnsucht, aber auch große Triebhaftigkeit. Man ist unterwürfig. Und hier ist halt jede Misshandlung leider möglich gewesen. Die Lehre ist: Liebe dich selbst. Liebe dich selbst und mach's nicht von einem anderen abhängig. Als letzte Zahl haben wir die 31, die stärkste aller Machtzahlen. Ja, der Zuckerberg, schau mal, der Zuckerberg wird kleiner. Sieht man, das ist unglaublich, ja? Das ist ein Wahnsinn. Das sind optische Effekte, das ist ein Wahnsinn. Ja, auch in der Realität soll der Zuckerberg schon, der soll sich schon halbiert haben. Sachen gibt's. Aber auf jeden Fall ist das extremer Hochmut, Arroganz, Selbstüberschätzung, ja. Die schlimmste meines Erachtens aller Machtzahlen, Sturheit, große Blockaden. Und hier soll man lernen, ja, es fällt schwer, ja. Nichts fällt so schwer wie der Abschied von der Macht. Hier soll man lernen, sich auf sich selber zu konzentrieren. Lasst die anderen in Ruhe. Naja, und nicht verwunderlich, als Abschlusszahl haben wir wieder Saturn, die 4. Der Herrscher, Gefühlskälte, Härte, aber auch Sturheit und Weisheit. Weiter zum weisen zweiten Teil. Ende.